2 der Scooterschrauber. CBR 1000 RR. Das heißt, ich habe gestern ja nun Benzin besorgt. Und heute müssen wir ja den Motorblock etwas abwaschen. Von Öl und Schmiere befreien, könnte man sagen. Wenn ich dann auch später wieder die Verkleidung drunter setze oder drauf setze, dass der Motorblock dort wenigstens wieder hübsch aussieht. Jetzt geht es aber erstmal darum, ums Reinigen. Und dann natürlich eine Durchsicht, was oder warum ölt es dort. Das möchte ich, wenn es geht, auch noch rausbekommen. Das werden wir im Laufe des Videos sehen. Ich habe hier schon meine Auffangwanne hingelegt. Wir brauchen noch Benzin und dann wird erstmal gereinigt. Da es ja nicht mein Motorrad ist, sondern vom Eddie, mache ich auch dieses Video, dass er das ganz genau verfolgen kann, wie es hier mit dem Öl aussieht, ne? Außerhalb des Motors. Und ich würde das nicht sonst vielleicht gar nicht machen, wenn es nicht sein müsste, wenn ich kein Video dazu drehen würde. Und von daher mache ich das eben so, dass wir das ein oder andere komplett zusammen sehen können. Ab hier werde ich anfangen, den Motorblock zu waschen. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück und dass wir hier, ne, das sieht man glaube ich ganz gut, hier alles wegbekommen. Erstmal ist es schöner und zweitens hat man eine viel, viel bessere Übersicht, wo würde oder könnte das Öl rauskommen. Möglicherweise, da ja der Filter, der Ölfilter nicht richtig angezogen war, hat es damit vielleicht auch noch was auf sich sozusagen. Aber ich denke mal nicht bis hier oben in diese Lücken, ne? Wenn dann höchstens ein bisschen unterhalb. Unterhalb sicher, da ist noch ein bisschen was zu sehen. Wir schauen, wenn wir damit fertig sind. Frisches Benzin kann ein Haken gesetzt werden. Auffangwanne, der Haken kann auch gesetzt werden. Ölmatten ringsrum, diesen Haken können wir auch machen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Stimmt, das brauchen wir zum Nachspülen. Bremsenreiniger von Rimo. Sicher, jetzt wird der ein oder andere sagen, oh nein, jetzt fängt er hier noch das Putzen an. Ja, das mache ich eben aus einem ganz bestimmten Grund. Das ist ein Hochleistungsmotor, würde ich mal so auslegen. Und alles, was hier dann mit Öl zusammenhängt, ist nicht gut. Stellt euch mal vor, der Motor hat so viel Öl, oder verliert vielleicht sogar ein bisschen Öl und das kommt aufs Hinterrad oder das trifft aufs Hinterrad zu. Was meint ihr, was da passieren kann? Aber ich glaube, das brauche ich eigentlich sagen nochmal. Mir ist jetzt wichtig, dass wir hier, wo man ja sonst auch nicht rankommt, weil die Verkleidung davor sitzt, das hier auch wieder wirklich ordentlich macht. Dass man auch sagen kann, jetzt ist Ruhe damit erstmal wieder, weil der Ölwechsel folgt ja dann auch gleich, ne? Oder anschließend. Aber erstmal geht es jetzt hier wirklich ums Reinigen. Und das ist, ja, ich finde, notwendig, ne? Deshalb, ich mache jetzt erstmal weiter.
Was sagt ihr? Kann sich doch wieder alles sehen lassen, oder? Gut, man verbraucht natürlich Bremsenreiniger. Es bleibt nun mal nicht aus. Jetzt muss ich auch alles ein bisschen abtrocknen lassen, weil nicht, dass das Ding, wenn ich es starte, in Feuer ausartet sozusagen. Da bin ich natürlich immer sehr, sehr vorsichtig. Und ja, ne, wir wollen ja nicht irgendwas in Brand stecken oder sonst was. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal eine Zeit verfliegen, bis wir dann weitermachen. Aber ich glaube, das Endergebnis kann sich doch schon mal sehen lassen, oder? Die Ölablassschraube, das ist immer noch die erste. Und deshalb habe ich die anderen bestellt. Sicher ist sicher. Ne? Wir wollen da unten keinen Ölverlust sehen. Aber schaut mal. Ich glaube, der Motor kann sich auf jeden Fall wirklich wieder sehen lassen. Zumindest die eine Seite und die eine Hälfte. Sowas ist eben kein Hexenwerk. Man sieht es und man macht es einfach. Ist das fürs Gewissen? Nein, nicht nur fürs Gewissen. Für die Sicherheit und auch kontrollieren zu können, würde ich mal sagen. Sicherheit, wie gesagt, steht an erster Stelle. Bis zu 300 km/h, richtig Dampf. Das ist eine richtige, ja, erarbeitete Kampfmaschine, könnte man schon so sagen. Und wenn da irgendwas nicht passt, könnt ihr euch gefasst machen, was danach passieren würde, wenn man hier nicht ordentliche Arbeit abliefert. Und das ist das Überbleibsel. Da kam noch gut was runter. Wie gesagt, man kommt an diese Motoren wirklich, wirklich schlecht dran. Aber es hat sich gelohnt. Der Name Rimo sagt euch bestimmt einfach nur eine Abkürzung für irgendwas. Das hat damals der Herr Kater, der hier zwischendurch auch mal online ist, zusammengemixt. Und das habe ich mir dann angenommen. Rimo ist Abkürzung für Richard und Moni, was vorher Abonnenten waren, jetzt schon eine Freundschaft ist, unabhängig von dem, was sie mir zukommen lassen. Also es ist wirklich eine Freundschaft. Und da möchte ich euch auch noch was zeigen, was sie mir zukommen lassen hatten, mit im Paket sozusagen. Und das ist Kunststoffspachtel von Presto, den wir ausprobieren werden an dieser Verkleidung, die ich natürlich vorher noch reinigen muss und bearbeiten muss. Ihr seht, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, hier, und Moment, ich muss mal gucken, da, diese Verkleidung hat auf jeden Fall gelitten. Und um hier diesen starken Abrieb hier wie auch hier wegzubekommen, arbeiten wir dann später mit Spachtel. Ne? Das ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann, und es wird ja komplett lackiert. Ich denke mal, dass ich hier eine Komplettlackierung machen muss, weil eine Teillackierung wird schwierig, weil hier viele Stellen sind, die ja schon angegriffen sind sozusagen von diesem Sturz, von diesem Umfallen. Schauen wir mal. Jetzt geht's weiter. Stimmt. Motorrad warm laufen lassen, Öl ablassen. Wir lassen das Motorrad hier drauf. Es wird einfach jetzt nur warm laufen gelassen. 5 Minuten, dann haben wir schon eine gewisse Hitze. Ich schaue oben auf die Armatur, was die Gradzahl sagt. Und dann heißt es, Ölschraube raus. Ich brauche noch ein Gefäß. Gucken, ob auch der Gang draußen ist. Ja, weil das Motorrad ist ja am Hinterrad befestigt. Sollte aber alles klar gehen, starten. Ich gucke aber nochmal zur Sicherheit. Okay,
alles okay und starten. Ein paar Minuten warten. Jetzt bekommt sie gerade ein bisschen Temperatur und man hat eben aber auch noch gesehen, ein bisschen Feuchtigkeit ist aufgestiegen. Aber ansonsten alles gut. Bisschen spülen, ne? Weil wie gesagt, wir lassen sie jetzt nur in Stand warm laufen. Was man jetzt ganz gut sehen kann, oder nein, vielmehr fühlen kann. Der Ölfilter wird warm, weil hier unten ist alles noch kühl. Aber durch den Ölfilter merkt man, die Temperatur kommt. Wir können sie auf jeden Fall gleich ausmachen. Das sollte reichen. Ne? Der Ölfilter hat eine gute Temperatur, das heißt, das Öl ist ein bisschen durchgemengt und die Wanne, ganz genau, die Wanne. Und zwar nehme ich diese große Wanne. 3,1 Liter sind ungefähr drin, je nachdem. Das weicht manchmal ein bisschen ab. Ich stelle die Wanne so drunter, weil ich darf nicht gegen den Auspuff kommen. Das wäre fatal. Ich wollte gerade die Wanne hier wegnehmen und schaut mal. Ja, also Eddie, da müssen wir irgendwie handeln. Da brauchst du echt eine Fachwerkstatt am besten dafür, weil schaut mal in die Wanne. Ne, die stand so hier gegen und also wie sie jetzt stand und schaut mal, da muss gehandelt werden, unbedingt, unbedingt. Ich will da keine Angst jemandem machen, aber das muss unbedingt gemacht werden. Ich habe schon mal einen 12er Schlüssel hingelegt, wir wechseln jetzt oder lassen zumindest erstmal das Öl ab. Ich hoffe, ich bekomme die Wanne dann hier auch wieder weg, weil die ist, ja, das müsste funktionieren. Ich bin ganz froh, dass sie eine schöne Breite hat, weil der Strahl wird garantiert so ungefähr rauskommen. Ne? Und denkt dran, also hier geht schon, wir werden es ja gleich sehen, nehmt euch eine Wanne, die groß genug ist. Und ich bin auch ganz glücklich, dass ich die Wanne hier habe, weil ich kann sie noch ein bisschen anschrägen, weil wir müssen den Ölfilter ebenso abschrauben, da kommt auch Öl raus. Gut, ich löse die Schraube mal an. Oh, ja, das ist auf jeden Fall noch die erste Schraube. Na, das ging noch mal schnell. Hole ich mir einen Handschuh oder lasse ich es? Ich versuche es mal. Es kann ja nur ölige Finger geben. Und. Ja, doch. Es wird Zeit. Oder es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Das ist noch nicht mal eine magnetische Schraube. Okay, schaut euch mal die Schraube an. Die hat kein Magnet unten dran. Das ist schade. Weil da würde vielleicht Ölabrieb dranhängen. Man weiß es nicht. Nein, nicht Ölabrieb, sondern Metallabrieb, je nachdem, ne? Verschleiß, ganz einfach gesagt. Ja, aber das wurde Zeit, dass die rauskommt. Schaut mal, was sich da schon zwischengesetzt hat. Man, gut, dass wir neue Schrauben haben. Ich bin wirklich froh. Seht ihr, ich mache jetzt hier oben, Moment, ich habe noch ölige Finger. Ich mache jetzt hier oben nochmal den Deckel, den löse ich auch nochmal. Das hatte ich eben vergessen. Ich nehme den mal ab. So konnte das Öl aber gut raus. Aber ihr habt gesehen, wie es rauskam. Hoffe ich doch. Ölfilter. Ich brauche erstmal ein Läppchen. Okay. Ja, hier kommen noch ein paar Tropfen raus. Aber doch, es wurde Zeit, dass das Öl rauskommt.
wie ich schon sagte, ungefähr 3,1 Liter mit Ölfilter, soweit ich das weiß. Ich nehme jetzt den Ölfilter hier mal raus. Seht ihr, da kommt nämlich auch noch Öl raus. Ich glaube 3,1 Liter, wenn sich der Ölfilter gefüllt hat. Ne? Ihr seht, es kommt da noch was raus, aber ja, hier sieht das Öl noch ein bisschen heller aus. Ja, im Grunde sieht es so ganz gut aus. Ne? Schaut mal, was da noch rauskommt. Denkt man gar nicht, ne? Weil man denkt, aus der tiefsten Stelle kommt alles raus. Nein, hier kommt auch einiges raus. Ne? Gut, erstmal ablaufen lassen. Ich bin dann überlegen, ob ich mal messe, wie viel Öl jetzt hier rauskam, um einigermaßen zu wissen, wie viel Öl war eben hier drinne. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt, wenn wir das mal mit einem Messbecher abmessen würden. Doch, ich wäre dabei, aber ich lasse erstmal laufen. Was mich jetzt eben nur gewundert hat, Moment, ich brauche mal was Magnetisches. Seht ihr? Die ist nicht magnetisch. Ne? Das ist jetzt die alte Ölablassschraube, ne? Mit diesem blauen Punkt oben drauf. Null. Und jetzt nehmen wir mal hier die neue raus. Wie gesagt, ich habe 2 Päckchen davon bestellt. Das hatte ich ja schon erwähnt, ne, dass ich zweimal, wenn Eddie eventuell nochmal einen Ölwechsel machen sollte, dass er auch gleich eine vor Ort hat. Ne. Hier ist die neue Kupferscheibe und hier ist die neue Schraube. So, Kupferscheibe ist ganz klar. Ne. Das war eben ein bisschen zu tief, wo ich euch das gezeigt habe. Hoch, komm mal runter. Naja, oder geh gleich drauf. Kupferscheibe. Ja, okay, die führt sich dann. Und Schraubendreher. Also, er ist nicht sehr stark, der Magnet, aber ihr seht ja, wenn ich ihn abhebel, dass die Schraube ihn ein bisschen hält oder der Magnet das Ganze ein bisschen hält. Gut, zu bekommen bei Louis. Hier sieht schon ganz gut aus. Hier unten sieht es auf jeden Fall schon gut aus. Ich lasse das Motörchen erstmal ein bisschen, man sagt dazu immer ausbluten. Ne? Ja, warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber man sagt das meist so. Hier werde ich allerdings nochmal ganz vorsichtig sauber machen ringsrum, bevor wir dann den neuen Ölfilter aufsetzen. Unten die Schraube kommt dann auch noch rein und so, dass wir dann später Öl auffüllen können. Man könnte auf jeden Fall sagen, ja, es wurde Zeit, ne? Dass das Öl hier rauskommt. Schaut mal, wenn man in den Ölspiegel guckt, wie schön man den Untergrund vom Motorrad sehen kann. Oder zumindest vom Motor. Ja. Ja, ich glaube, das messen wir auf jeden Fall vorab erstmal. Wollen wir mal gucken? Ja, da kommt immer noch ein kleines Tröpfchen raus. Das ist aber nicht so schlimm. Wollen wir mal gucken, dass wir die Wanne jetzt hier wegbekommen. Das sieht gut aus. Das Öl-Auffangtuch tue ich mal hier hin und wir messen gleich den Inhalt davon. Ich habe schon alles vorbereitet. Jetzt heißt es, ich brauche ein sauberes Tuch, dass wir hier erstmal vorsichtig alles überputzen. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an, weil hier darf nach Möglichkeit kein Schmutz sein. Ne? Und deshalb, das macht man nur einmal, deshalb machen wir das jetzt auch wirklich ordentlich. Ja.
Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Okay, nun brauche ich ein bisschen Öl, weil wir haben hier einen Filter, und zwar von SCT Germany. Ich mache am besten über das ganze Video heute, oder das ganze Video mit Werbung, ne, dass das dann auch funktioniert. Der Ölfilter sieht so aus, ist noch oberhalb geschlossen. Und wenn wir jetzt den alten Ölfilter nehmen, es ist alles identisch, ne? Das passt, nur eben der Hersteller ist ein anderer. Welcher ist denn das hier gewesen? Mal gucken. Das hier war einer von Mahle. Ne? Ich kann jetzt leider nicht umdrehen. Der hier war von Mahle. Aber Mahle ist ein sehr guter Hersteller. Was wir jetzt machen, ist das ein Hersteller? Ja, ist doch ein Hersteller. Was wir jetzt machen, hier das Kunststoff runter. Dann sieht das so aus. Ich weiß gar nicht, was hier reingeht. Ungefähr vielleicht ein Viertel Liter. Könnte ich mir gut vorstellen, dass hier so ungefähr ein Viertel Liter reingeht. Den ziehen wir allerdings auf dem Handfest. Ich gucke mal, ob ich hier gerade was sehe auf die Schnelle. Ja, ich denke mal so ungefähr ein Viertel Liter. Schätze ich jetzt einfach erstmal. Möglich ist alles. Wichtig ist, wir brauchen jetzt auf jeden Fall für den Gummirand Öl. Ich gucke mal, was haben wir hier denn noch an Öl? Ja, wir brauchen keine Unmenge an Öl. Das Öl war ja hier soweit okay. Deshalb können wir auch diesen Ölfilter jetzt, sieht man das? Ja, es glänzt so ein bisschen, ne? Die Gummidichtung, die war eben noch matt. Und aufsetzen. Und ansetzen. Handfest. Das sieht gut aus. Ich denke mal, das dürfte reichen. Weil viel fester. Ja, ich denke mal, das ist okay. Gut, Ölfilter sitzt. Ist alles schön sauber. Kommen wir zu der neuen Ölablassschraube mit Magnet. Ich mache hier nochmal ein bisschen was sauber. Das hatte ich ja schon alles vorgereinigt, aber nee, sicher ist sicher. Wir wollen das schön sauber haben, dass wir hier keinen Schmutz dran haben. Da kommen wir nämlich auch nicht mehr dran. Da gehe ich immer auf Sicherheit. Gut, das sieht jetzt aber, glaube ich, wirklich sehr gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, wenn jetzt noch ein Tröpfchen kommt, ist nicht so schlimm, weil jetzt kommt die Schraube hier rein. Die Kupferscheibe, das zeige ich euch am besten auch gleich nochmal, ne? Mit der neuen Kupferscheibe, wie die Schraube ist. Weil hinten läuft es zuletzt ein bisschen konisch. Gut. Oh, die ist ein bisschen größer. Dafür brauchen wir einen 13er. Und vor allem, wir haben einen Magnet dran. Ne? Festziehen. Ich denke mal, das reicht. Nach fest kommt ab oder überdrehen. Das ist nur Guss hier unten. Gut, die alte hat es getan. Kann zur Seite. Achso, ich wollte euch das mit der Schraube nochmal kurz zeigen. Das wollte ich euch vorhin schon zeigen, nur da bin ich jetzt abgekommen. So. Seht ihr? Schaut euch mal die Schraube an. Seht ihr? Dazwischen ist eine Rille. Und dann läuft sie konisch hinten. Ne? Hier am Schluss läuft sie dann konisch. Wenn jetzt die Scheibe so drauf kommt, hier ist ja okay, aber hängt sie in der Mitte, schaut mal,
dann hängt sie frei. Und jetzt kommt dieses konische Stück. Schieb sie jetzt mal nach hinten, so dass ihr das am besten auch sehen könnt. Schieb sie jetzt nach hinten. Seht ihr, wie schön sie dann anliegt? Die rutscht da automatisch hin. Ne? Jawohl. Weiter geht's. Jetzt heißt es natürlich vorsichtig gießen. Und ich sehe meinen Strich gar nicht. Ich kann meinen Strich gar nicht sehen. Moment. Aber hier ist ja alles ausgelegt. Oh, ganz genau ein Liter. Ganz genau ein Liter. Hier ist der Strich. Also, ein Liter. Ein Liter entsorgen wir. Ich hoffe, das Öl passt hier noch rein. So, richtig austropfen lassen. Ich meine, jetzt kommt es nicht auf den einen oder anderen Tropfen an, aber wir wollen, wenn es geht, nicht ganz so viel verfälschen dabei. Und, ja, ich sehe ungefähr, bis wohin ich muss. So, ich glaube, bis dahin. Gut, wir gucken nochmal. Wieder ein Treffer. Ja, ein ganz, ganz minimaler Schluck ist drüber. 2 Liter. 2 Liter haben wir. Oh, das war schon sehr hoch eben. 2 Liter. Jetzt nehme ich erstmal den Rest hier raus. Das sind schon 3 Liter. So, und jetzt stelle ich die Wanne leicht schräg und sammle das restliche Öl. Das hier auch. Ein ganz klein bisschen über 1 Liter. Oh, oh, jetzt tröpfel ich hier. Man gut, dass ich die Ölmatte drunter habe. Okay, das war ein enges Spielleben. Ich glaube, man hat es gesehen. Aber es ist ja nicht so schlimm. Wir haben immer noch die Ölauffangmatte hier drunter. Nun habe ich einen anderen Behälter genommen. Und wir lassen jetzt das Öl hier mal komplett reinlaufen. Ich werde das Ganze ein bisschen stützen. Da dürfte nichts passieren. Und wir lassen das Öl mal da reinlaufen. Mehr wird hier nicht zusammenkommen. Das heißt, die Pumpe mal weg und ich nehme das Ganze mal in die Hand. Ja, wir haben hier nochmal eine Menge von 150. 150 ist die Restmenge. Das heißt, ja, das kommt gut hin. 3,1 Liter. Nun heißt es für mich hier erstmal den Krempel sauber machen, bis wir zum Öl einfüllen kommen. Zum Auffüllen nehmen wir Manol, ganz normal, 4-Takt, 10 wie 40. Ich hätte jetzt gedacht, 10 wie 40, dass hier eventuell etwas dünneres Öl sogar noch reinkommt. Aber nein, 10 wie 40, das hat Eddie mitgebracht und das nutzen wir jetzt natürlich auch. Er hat mir allerdings auch noch einen Rest mitgebracht, aber ihr wisst ja selbst, Öl soll man nicht vermischen. Er hat mir hier von Castrol eins mitgebracht, was ebenfalls für 4-Takter ist und das ist das SAE 10 wie 40. Ja, also das heißt, wir machen damit nichts falsch. Aber ich hätte gedacht, sportlicher Motor, sportliches Öl. Aber nein, es ist anscheinend nicht so. Gut, auffüllen ist angesagt. 3,1 Liter. Übrigens, sobald ich mal etwas übrig habe, werde ich mir einen richtigen Ölfüllbehälter holen. Ja, das heißt, einen richtigen Behälter, dass man auch vernünftig Öl eingießen kann.
mit den Dingen macht das keinen Spaß. Gut. Dauert vielleicht noch ein Weilchen, aber irgendwann hoffe ich, werde ich so ein Teil dann auch mal haben. Mindestmenge dann wenigstens 2 Liter Füllmenge. Jetzt heißt es einmal aufschneiden. Und wir nehmen jetzt das Öl. Das, nein, das, ja. 1 Liter. Kleckermatte ist schon drunter. Und wir füllen jetzt 1 Liter auf. Oh, ist das schön hell. 1 Liter. Okay, das ist okay. Aber richtig auf dem Strich 1 Liter. Hier haben wir unseren Öleinfüller. Ja, beste Konstruktion. Ich nehme jetzt meinen Liter und in der Hoffnung, dass ich hier ohne groß was zu verschütten das Öl hier reinbekomme. Das heißt, ein bisschen Zeit lassen, langsam gießen. Wie gesagt, das Öl soll in den Motor landen, nirgendwo anders. Das mache ich jetzt noch im Grunde danach noch 3 Mal, also 2 Liter plus wenigstens erstmal 100 Milliliter. Ja, dadurch, dass ein einigermaßen dicker Schlauch ist, läuft es ganz gut hier. Na, der erste Liter ist gleich drinne. Es geht zwar ein bisschen langsam voran, aber es funktioniert. Gut, Rest rein. Und dann machen wir uns Richtung 2. Liter. Zumindest ich mache das jetzt. Und wir sehen uns, wenn wir damit durch sind. Jetzt hatte ich euch ja auch erzählt, hier ist nirgendwo ein Sichtfenster, wo eventuell, wo man den Ölstand sehen kann. Aber jetzt komme ich zu einer Sache, die zeige ich euch jetzt. Man kann natürlich, bekommt man es oben im Cockpit auch mit, wenn zu wenig Öl drin ist. Aber hier ist auch noch ein versteckter Schraubanschluss, würde ich es jetzt mal nennen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Öl kontrolliere. Man kippt ja nicht einfach Öl, ne, drauf und sagt, ja, okay. Bei Autos ist es natürlich wirklich so, oder hauptsächlich bei den neueren, da habt ihr keinen Ölmessstab mehr. Da geht ihr wirklich nur über die Armatur, ob okay oder mittel oder vielleicht ganz runter. Hier haben wir natürlich noch eine Kontrolle. Das habe ich extra erstmal zurückbehalten, um ja vielleicht mal das ganze Thema ein bisschen anzuregen. Ich schraube jetzt hier das Stänkchen mal raus. Und wir sind auf maximal. Das heißt, wir müssen jetzt das Motorrad anschmeißen, weil der Ölfilter braucht noch sein Öl. Das passiert nur, wenn der Motor an ist oder gestartet wird. Und deshalb zeigt das jetzt noch maximal an oder ein bisschen über maximal. Deshalb, wir müssen jetzt das Motorrad runterlassen und dann schauen wir natürlich nochmal nach. Ich dachte, ich rege da vielleicht mal ein paar Leute mit an, aber nein, es kam nicht. Schade eigentlich. Bis auf Marva, der hat sich so ein bisschen informiert gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, es ging um die Verkleidung auf jeden Fall. Aber, ja. Sonst hat sich keiner drauf gemeldet. Schade eigentlich. Gut, hier ist alles dicht. Ihr habt gesehen, ich habe eben nochmal geprüft, ist alles okay.
alles sitzt an seinem Platz, Motorrad runter, mal kurzfristig laufen lassen. Und dann kann sich das alles verwirbeln. Der Ölfilter holt sich sein Öl, zieht sich rein und dementsprechend müssen wir nachher nochmal Öl kontrollieren. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach mal schauen, was kommt da so. Aber schade, es kam gar nichts. Okay, rote Lämpchen, das ist natürlich gleich aus. Das ist HSS, glaube ich. Ja, gut, einmal an und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu starten. Und natürlich auch ein paar Minütchen laufen zu lassen. Alles im grünen Bereich. Gib mal ein bisschen Gas, um ein bisschen Druck aufzubauen. Sieht alles gut aus. Ich glaube, das reicht schon. Öl ablaufen lassen und dann nochmal auf den Messstab gucken. Wollen wir noch mal schauen. Ein extra schönes, frisches, sauberes Tuch. Jetzt heißt es erstmal rausnehmen hier. Und sicher, es vermischt sich oder teilweise mit den alten, alten Ölen. Ne? Aber ja, es ist so gut wie gar nicht. Ne? Gut, ich mache mal den Peilstab hier vorne schön sauber. Der ist richtig schön aus Metall, das mag ich ja. Ich stecke ihn jetzt nur mal so ein und ziehe mal jetzt raus. Und wir werden auf minimal, Moment, noch mal rein und jetzt drehe ich ihn mal rein, um zu sehen, weil die Ölmenge ist ja vorgegeben, also dementsprechend sollte das dann auch passen. Gut, er steht jetzt, also seit wir ihn angemacht haben, den Motor, steht er jetzt 5 Minuten. Ne? Gut, wir gucken nochmal und ich ziehe hier mal, es dürfte noch ein bisschen Öl rein. Das heißt, jetzt hat der Ölfilter Öl gezogen, wo wir jetzt dann noch was nachtragen müssen oder nachfüllen müssen. Das heißt, ich lasse jetzt den Motor abtropfen und werde das heute nicht mehr machen, aber ich muss natürlich mir das aufschreiben und nochmal, ne, ich mache mir einen Zettel hier hin, Öl unbedingt nochmal nachgucken, weil ja jetzt unser Ölfilter auch ein bisschen Öl gezogen hat. Deshalb passt das Maß jetzt nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, 3,1 ist voll gefüllt mit Ölfilter, aber anscheinend nicht. Anscheinend ist das diese Rechnung ohne Ölfilter. Deshalb, da gucken wir nochmal nach und dann wird das schon passen. Wie ich ja schon angedeutet habe, ich möchte das für mich alleine schaffen und auch machen. Ich meine, was ist ein Ölwechsel? So schwierig ist das ja nun nicht. Mit der Verkleidung, das war schon ein bisschen mehr, die wir auch noch richten müssen und dann auch noch lackieren müssen. Aber somit ist schon mal Öl drin. Das Ganze kann jetzt ablaufen. Ich gucke nochmal nach. Wir füllen nochmal was nach. Und somit ist der Ölwechsel
gereinigt. Frisches Öl ist drauf. Das tut dem Motor gut. Jetzt auch eine vernünftige Ölablassschraube mit dem Magneten dran. Passt. Ich bin zufrieden und wünsche euch einen schönen restlichen Samstag. Ja, das hat schon ein bisschen Zeit gefressen heute, was mir aber richtig Spaß gemacht hat. Bis dahin, bleibt dabei, bedanke mich.